Am 18. Oktober 1977 ermordete die Raffinen-Arbeitgeber Präsidenten Hans Martin Schleyer. 62,40 Jahre später trifft sich Schleyers Sohn Jörg 63 mit Ex-Terroristin Silke Meyer-Witt 67, die wegen der Entführung und Ermordung zu 10 Jahren Haft verurteilt worden war. An ihrem Wohnort im mazedonischen Skopje beginnen sie die Begegnung mit den Worten: "Es klingt zu platt, aber ich möchte um Verzeihung bitten." Lesen Sie das von Bild organisierte Gespräch.